Alles okay. I will not return. It's so expensive here. The street is so expensive for me. I am alone and 300 kilo. Bike, yeah. Yeah. Austria. Austria. Yeah. Nice, nice. I will. You travel alone? Please. You travel alone? No, I have six friends. But today alone. Today we're looking for the camera and for. But you have. Want to go now? I going in Teo. Sunaki. No. Off the other side of the Einsel. No. Palomari. Down and no, I come off this side. From this side. Of the Libish sea. Of the Libish sea. Come on here. I don't know, what moment, man. Teopokola, Kora? Teopokora. Malem. Paleokora. Paleokora? Yeah, Paleokora. No! You can go from this way? Yeah, yes, yes. I'm coming from Paleokora. Yeah, for today I'm not on one round and I'm looking and after going with a return to Palacora. I have the hotel dort. Okay. Yeah. Nice trip. Thank you very much. Have a nice day. Nice to meet you. Thank you. Ciao. Ah, gleich gekommen und gefragt, ob ich Probleme habe. Mir hat geschmissen. So. Ich bin jetzt in Paleokora. Ich werde heute einmal einen Roadtrip alleine machen. Mal schauen, wie ich mich da Ding. Was ich machen müsste, ist Richtung die andere Seite der Küste und ich würde gern ein bisschen Schotter fahren. Ich möchte auf die Titus, St. Titus Search. Tag 11 von unserer Reise und ja, ich muss einmal zuerst einmal tanken. Das ist das einzige Manko, was ich in Griechenland denke, was für mich ein bisschen überzogen ist, sind auf jeden Fall die Benzinpreise. Das ist unsere Apartment Sula, also sehr gut, sehr schön, sehr sauber. Auch weiterempfehlen, Paleokora Apartment und Studio Sula. So, liebe Freunde, ich fahre jetzt die Panoramastraße von Paleokora. Paleokera oder mein Gott, das ja Paleokora. So, jetzt habe ich es wieder. Ich tue mir sehr schwer, aber es ist egal. Die Panoramastraße momentan noch asphaltiert. Mal schauen, ob es so weitergeht. Ich würde mich freuen, ein bisschen gerade Schotterstraße zu fahren, was ich schon gehabt habe. Deswegen habe ich mich entschieden, einmal auf einen anderen Weg zu fahren. Mit meinem eigenen Tempo.
Also wie man sieht, die Panorama, die Paleocora ist in eine Bucht drinnen. Sehr schön. Ja, es ist fantastisch. Ah, look at this. Regard, das ist ja irre. Felsenformationen. Wow. Leidenschaft Motorrad. Reisen, Menschen kennenlernen, Kultur kennenlernen. Warum ein Krieg? Wir haben nur diese eine Welt. Warum es zerstören? Ich muss sagen, finde die Politik durch Laut, Macht und Geld nicht in Ordnung. Ich hoffe, ihr stimmt mir alle zu, dass im Grunde genommen wir dürften ohne Politik ohne Politik leben können, weil die Welt kann genauso ohne die Politik leben. Die ist so genauso wunderschön. Und wir hätten sicher auch viel mehr Spaß. Und auf jeden Fall mehr Geld in unsere Geldtasche. So, da vorne ist die St. Titus Kirche. Oder Kirchen. St. Titus Church. Ich habe mir das einfach so wahllos probiert. Soll ich runter? Soll ich nicht runter? Ich fahre runter. Ist ja. Würde ich schon wieder raufkommen. No risk, no fun. Geht schon gut. Eine alte Kirche, eine alte griechische Bergkirche in Griechenland. Ich weiß nicht, ob es offen ist, können wir gleich schauen. Ich habe sie einfach nur ausgesucht, weil ich einen Freund habe. Ah, ist es offen? Wow. Es ist offen.
Folge, I'm not the full place. Mit dem Bike. Das ist sweet. What's so much price? 3 Euro. Okay. I'm on the mic. Oh, thank you. For me, for your wife, you sleep on natural. Oh, thank you. Thank you. Okay, have a nice day. Bye. Also, kriegt noch ein Geschenk. Ich weiß noch nicht, wie ich das wieder zurücktransportieren muss nach Österreich, aber das wird lustig. Meine Koffer sind schon jetzt mega voll. Meine Großteile habe ich jetzt wirklich schon. Ah, ist das gut. War diese Oliven. Und der Honig habe ich gekostet. Das ist ja lecker. Ah, mein Schlüssel. Ohne Schlüssel geht's nicht. So. So, ein bisschen ins Land. Landinnere reinfahren zwischen Kisomos und Chania oder Kanya. Ich habe ein bisschen noch Zeit. Ich habe bis jetzt noch keine Schotterstraße gefunden. Aber die Landschaft ist doch so schön. Aber vielleicht bekomme ich Glück, weil es sind mir ein paar Quadfahrer entgegengekommen. Und schaut hier diese Straße. Das ist phänomenal. Also ich denke auch die Leute, die Lust haben, das mit dem Motorrad zu fahren, nebenbei gesagt, und ein bisschen Werbung von einem guten Freund zu machen. Panomotour, die Firma Panomotour, schaut mal auf den Link unten, wer es immer reintun. Ist ein guter Freund von mir, hat sich vor kurzem selbstständig gemacht, um eine gewisse Reise mit dem Motorrad zu machen. Ich bin mir sicher, denn wenn er diese Bilder sieht, ist Kreta auch kein Problem. Und ja, das ist jetzt nebenbei ein bisschen Werbung für ihn zu machen. Dafür getan. Auch diese Videos widme ich ihm besonders, um das Filmmaterial oder beziehungsweise die Bilder, die ich gemacht habe, konnte er bei ihm auf seine Website hinstellen. Selbstverständlich ist diese Werbung kostenlos. Soll ich da reinfahren? Ja, schauen wir uns das einmal an. Ich sehe nur Beton. Irgendwo eine. Vielleicht komme ich ein bisschen zu meinen. Vielleicht werde ich etwas Besonderes finden, wenn ich diese kleine Straße fahre. Weil es ist kein Schotter, aber es ist sehr steil und ungewiss vor allem. Und das ist auch, das macht das Motorradfahrer auch aus. Ich kann fahren, wo ich will, wie ich will und wann ich will. Und dann wird man für das bezahlt. An. Wow, das ist die andere Seite. Also Kreta ist ja phänomenal. Da ist alles, was man will. Bis Lofron. Jetzt dabei ist die Straße noch relativ einfach. Aber ich hatte schon meine Erfahrung damit,
es sehr schnell gehen kann und du kommst in eine Situation, wo es fast für alleine fahren fast ein Ding ist. Und bevor es so steil runter geht wie hier, will ich nicht in eine Zwickmühle reinkommen. Ja, da drüben geht es schon zu steil runter. Ich glaube, ich werde mein Motorrad hier rumdrehen. Weil ich bin alleine und das mache ich jetzt nur noch aus Sicherheitsgründen. So, wenn wir die Frontkamera einschalten, mal schauen, ob ich da locker umdrehen kann. Ah, schau, wir werden es so probieren. Ah, da geht es ja überhaupt nichts mehr weiter. Ja, da kann ich besser umdrehen. Mitten in der Olivenplantage. Nicht sehr einfach. Hallo. Alles okay. I will not return. It's so expensive here. The street is too expensive for me. I am alone and 300 kilo. Bike, yeah. Where yeah. From? Austria. Austria. Yeah. Nice, nice. I will. You travel alone? Please. You travel alone? No, I have six friends, but today alone. Today we're looking for the camera and for the thing. Okay. You have. Where do you want to go now? I going in Teo. Zunaki? No, off the other side of the island. No. Palomari? Kajokora? Down the north? No, I come off this side. From this side? Which side? Of the Libish sea. Of the Libish sea. Come on here. Sea, I don't know. What moment, man. Teopokola, Kora, Teopokora. Malem. Paleokora. Paleokora? Okay. Yeah, Paleokora. No! You can go for this way. Yeah, yes, yes. I coming. GPS? And you go. I coming from Paleokora. Ah. Yeah, for 2 days. I'm not on one round and I'm looking and after going with a return to Paleokora. I have the hotel dort. Okay. Yeah. Nice trip. Thank you very much. Have a nice day. You too. Nice to meet you. Thank you. Ciao. Ah, gleich gekommen und gefragt, ob ich Probleme habe. Ja, das ist genau das, was ich suche. Das ist genau das, was mir auch viele Leute, Reisende, mich berichtet haben. Wenn du ein Problem hast, da kommen die gleich, die Leute. Und das ist man, ich habe es jetzt selber gesehen, bei uns ein Bauer, der schimpft einmal zuerst mit dir, ohne zu wissen, ob du dich eventuell verfahren hast oder ob du Hilfe brauchst oder was. Zuerst wird einmal kräftig geschimpft. Und diese Sturheit, ja, ist halt einmal so. Und hier, habt ihr selber beobachtet? Von wo bist du und bla 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 und bla bla bla. Man, ich hab's gemerkt und noch einmal entschuldige ich mich für mein Englisch. Ich habe persönlich nie Englisch gelernt. Ja? Und das werde ich jetzt ausnutzen für ein schönes Foto. Ich habe nie Englisch gelernt, weder in der Schule, weder irgendwo anders. Ich habe es einfach nur durch Musik, durch Erfahrung mit anderen, durch meine Zeit, 8 Wochen lang war ich in England. Ich habe einfach nur so gelernt, Englisch. Und jetzt dadurch, dass es mir diese Reisen faszinieren, immer wieder,
Man sieht das, da hinten ist das Meer, das ist das Kreatenische Meer. Ja, von meinem Hotel drüben ist das Libysche Meer. Das heißt nun einmal also. Und hier könnt ihr eventuell schauen, wo ich könnte eventuell fahren. Ich sehe ein paar Straßen, aber das ist mir nicht das, was ich unbedingt suche, diese Art von Straße, aber es ist alles fahrbar. Ja. Und man sieht, wenn man auch da oben schaut, nur ein bisschen Schnee ganz oben auf die Berge. Ach, Leute, was wollt man mehr? Das Leben ist schön. Das schaut schlimmer aus, als was es ist. Es ist zwar gerade, aber hier ist jetzt so eine Mischung, ja, ich glaube eher Beton oder sowas. Aber die Landschaft ist so schön. Einfach nur so herrlich, solche Straßen zu fahren mit so einer Avenger Bike. Naja, ich habe jetzt gerade in Malem, nicht von mir aus, aber für einen Freund von mir, der heute ein bisschen Kreuzweh hatte, wollte das sich heute anschauen, ein deutscher Soldatenfriedhof in Malem angeschaut. Ist relativ interessant, die Fotos habe ich auch drauf. Ich schwöre nicht mit Helm und Ding ist, das ist eine Affeize. Die Leute schauen mir auch so komisch an, weil ich heute zufälligerweise, rein nur zufällig, eine Militärhose anhabe und mit der Motorradbekleidung können sie nicht so richtig nachvollziehen, was ich bin. Aber das sind natürlich keine Griechen. Kein Kommentar auf weitere Nationalitäten, waren nicht nur Deutschen, weil es waren noch andere Nationalitäten. Aber wenn man so angeschaut hat und ja, ich muss sagen, ich selber habe mit diesen Art von Gedanken nichts am Hut, mache ich lieber eine Fliege. Ich weiß, wie ich bin und ich verantworte auch, was ich bin. Ich bin ein Biker mit Leib und Seele, mehr nicht.